bin mir auch nicht sicher, ob ich Osmium in dem Tinker's Construct Furnace verarbeiten kann. Das weiß ich nicht, da gibt es Upgrades für und Plugins und so und Add-ons, wollte ich sagen, aber es scheint ja zu funktionieren. Also wir holen unser Osmium da raus und dann können wir das damit craften. Da brauchen wir nur noch ein bisschen Iron. Und das sollten wir eigentlich haben, habe ich ja geschmolzen, 54, nicht wahr? Müsste irgendwo rumliegen. Könnte, da, 53 haben wir noch. Gut. Dann warten wir nur kurz, bis das Osmium hier geschmolzen ist und dann können wir einen Metallurgic Infuser bauen. Und dann können wir tatsächlich damit beginnen, unsere Sachen zu automatisieren. So, ich denke mal, wenn ich Steel brauche, dann werde ich weiterhin dieses Setup benutzen. Das gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt nicht schwieriger oder aufwendiger als alles andere. Also Mechanism ist jetzt nicht einfacher als das. Würde ich denken, du brauchst auch zwei Kohle für ein Iron. Ist eigentlich der gleiche Prozess. Das Einzige, was ich ändern werde, ist der Stirling Generator. Der steht hier nämlich eigentlich ungünstig. Denn ich möchte, dass die ihren Strom auch aus dem Energy Cube bekommen und nicht einfach so. Okay, ich werde die umstellen. Ich werde die umstellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja. Ja, genau. Genau, das ist gut. Hat er seinen Strom behalten? Ich weiß es nicht, ist egal. So, dann können wir uns nämlich hier ein paar von diesen Pipes sparen. Das ist immer gut, wir haben ja gesehen, die sind recht teuer, diese Extraction Pipes. Wir machen hier den Input links. Der soll links grün haben und oben braucht er gar nichts. Und bei dem Pulverizer, da machen wir jetzt den Output nach rechts. So, den roten nach rechts und oben braucht er gar nichts. So, dann kommt hier noch die Chest weiter nach rechts. Da benutze ich jetzt absichtlich nicht die Axt, weil die ein Area of Effect hat. Das wollen wir natürlich nicht, sonst würde ich den Boden mit abbauen. So, okay. Und der Stirling Generator, der kann dann irgendwo, keine Ahnung, irgendwo zentral. Von mir aus dahin. So, der hat seinen Strom behalten. Perfekt. Gut, ist das Osmium fertig? Jawohl, 54 Ingots Osmium. Großartig. Ich denke mal, mehr als zwei Blöcke brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Das sind die ganzen Sachen, das hole ich neben der Aufnahme raus oder nach der Aufnahme, einfach weil es jetzt ein bisschen zu lange dauert. Das könnte man jetzt wunderbar rausholen in der Aufnahme, wenn ich einen Gesprächspartner hätte, aber es ist zu aufwendig, mir da jetzt Sachen zum Erzählen zu überlegen. Ist ein bisschen schwierig, deshalb mache ich das nach der Aufnahme. Ich will euch ja nichts vorenthalten, aber es ist ja auch nichts Aufregendes. Was ich ganz lustig finde, ist, dass der Osmium-Block so groß ist. Es ist halt ein Add-on, ne? Es gehört eigentlich nicht zu Tinker's Construct dazu. So. Wir bauen jetzt hier erstmal zwei Furnaces. 1, 2. Und zack, da ist unser Metallurgic Infuser. Und den stellen wir jetzt erst einmal neben den Stirling Generator, damit er seinen Strom bekommt. Und jetzt bauen wir ein Energy Cube. Und da brauchen wir zwei Energy Tablets, also 4 Enriched Alloys, also 4 Iron Ingot und 4 Redstone. 1, 2, 3, 4, die gehen hier rein, ein Redstone sind 10. 1, 2, 3, 4 und da bekommen wir jetzt unsere Enriched Alloys raus. Und dann bekommen wir unsere Energy Tablets. Das scheint sowas wie ein Flux-Ding zu sein, wa? Dass man damit... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das ja sagen soll, dass man damit unterwegs Strom bekommt für seine Maschinen und so. Wir holen mal das Steel hier raus, weil wir es eigentlich nicht weiter brauchen. Oh, ja. Müssen wir erst noch einen Ingot-Cast machen. So, holen wir mal raus. Und das letzte Steel, würde ich sagen, holen wir mit einer Toolrod raus. Weil wir sonst, oder nee. Naja, doch. Oder nee. Ach, keine Ahnung, wir lassen es erstmal drin. Also wir brauchen definitiv noch mehr Steel. Das heißt, da muss noch ein bisschen Kohle rein. Dann ein bisschen Kohle. Ja, wir brauchen nur ein einziges Steel. Das sollte ja jetzt eigentlich kein Problem sein. So. Ein einziges Steel. Dafür haben die Maschinen gerade noch genug Strom. Die bekommen gleich ihren Strom auch wieder. Ist kein Problem. Das kommt alles, sobald ich meinen Energy Cube gebaut habe. So. Zwei Energy Tablets. Okay, wir brauchen Gold. Ich muss unbedingt mehr Gold finden. Wir haben nicht genug Gold. 22, okay, aber das wird nicht lange reichen. Wir werden einfach für manche Maschinen früher oder später Gold brauchen, so wie jetzt schon. Und dann haben wir am Ende nicht genug. Ist natürlich unschön.
Was brauchen wir denn jetzt? Achso, ja, jetzt brauchen wir natürlich das letzte Steel, um ein Steel Casing zu bauen. Aus Osmium und Steel. Und dann haben wir unseren Energy Cube, den er aber nicht hinstellt, wegen den Energy Tablets, weil die ein Damage Value haben. Deshalb setzt er die nicht automatisch rein. So, ein Basic Energy Cube. Und der kommt jetzt... Der kommt jetzt dahin. So. Basic Energy Cube. So, kann denn der irgendwie sein Output oben haben von mir aus und nicht da? Das wäre eigentlich ganz schön. Geht das? Kann ich den irgendwie so platzieren, dass der... Jawohl, kann ich. Perfekt. Okay, der Metallurgic Infuser, der soll auch woanders hin. Das ist da nicht die endgültige Stellung. Jetzt müssen wir in Immersive Engineering eintauchen. Denn das ist meine Stromübertragung der Wahl. LV Wire Connector. Sowas werden wir bauen. Wir brauchen Hardened Clay und Copper. Und dann werden wir hier richtige Kabel spannen. Zum Beispiel eine LV Wire Coil. Das ist Low Voltage. Wir können kein Medium Voltage an einen Low Voltage Connector bauen. Es gibt natürlich auch noch High Voltage. Low Voltage ist einfach nur Copper. Medium Voltage ist Electrum und High Voltage ist Aluminium und Steel. Okay, ist eigentlich auch nicht so schlimm. Es gibt da noch Hemp Rope for Decoration und Steel Cable for Decoration. Damit kann man keinen Strom übertragen. Was wir aber jetzt erstmal brauchen, ist ein Engineer's Manual, weil hier nicht steht, wie viel Strom die übertragen können. Deshalb weiß ich nicht, welche ich brauche. Deshalb bauen wir uns ein Engineer's Manual aus einem Buch und einem Lever. So, oder ein Lever. Es sind die Amerikaner und die Briten, die können sich nicht einigen, wie es heißt. So, ich brauche... Moment, wie viel brauche ich für ein Buch? 3 Papier und ein Leder. So. Nicht 3 Leder und ein Papier. So. Wo haben wir denn unser Leder? Das muss irgendwo noch sein. Da. 3 Papier, ein Leder. Und wir haben natürlich keinen Stick dabei. Müsste aber hier irgendwo sein. Stick. Hallo? Stick. Da. Ein Stick. Also jetzt noch schnell ein Lever gebaut. Und ein Engineer's Manual. So. In diesem Buch von Immersive Engineering müsste jetzt eigentlich drinstehen Power Wires und Generators, Basic Wiring, da müsste jetzt eigentlich irgendwo eine Tabelle sein oder so, die mir anzeigt, wie viel Strom sie übertragen können, aber das steht da nirgendwo. Ah, doch, hier steht's. Each connector has an input value, 256, and each wire has a maximum transfer rate, 2048. The connector limits how much power can be in and output, okay. But multiple connectors can unify into a single wire, allowing you to combine the transfer over longer ranges. Okay, also ich bin der Meinung, ein Input sind 256 Redstone Flux pro Tick, aber das Kabel kann 2048 übertragen, was sehr viel ist. Und wir erstellen sowieso nur 40, also sind 2256 mehr als wir brauchen. Gut, dann können wir das Low Voltage bauen. Den Low Voltage Wire Connector, Hardened Clay. Wie stellt man den her? Okay, geschmolzenem Clay Block. Da werden wir mehr als 8, glaube ich, nicht brauchen, also schmelzen wir 4 Clay Blocks. So, gucken wir mal. So, 4 Clay Blocks. Und dann brauchen wir ein bisschen Copper, das haben wir da. Und ansonsten brauchen wir auch nur Copper und Stick. Okay, wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Können hier... so, LV Wire Coils bauen. Und dann bekommen wir hier unser Hardened Clay. Wie baute man die? Okay, gut. Also alles eigentlich kein Hexenwerk, alles nicht so kompliziert. Und es ist auch tatsächlich... einfacher, als man jetzt denkt. Es sieht komplex aus, aber es ist überhaupt nicht komplex. Es sieht tatsächlich nur anders aus. Es ist aber genau das gleiche, wie man auch aus anderen Mods kennt. Es ist halt nur fancy. So, und den Metallurgic Infuser stellen wir von mir aus... Den stellen wir jetzt dahin. So. Genau. Ich will nur, dass der Energy Cube Energie bekommt von dem Stirling Generator. Und alles andere zapft Energie vom Energy Cube ab. Weil dann kann ich hier irgendwann noch einen Stirling Generator hinbauen und hier noch einen. Und die zapfen alle von einem großen Inventar ab. Weil hier passen 800.000 Redstone Flux rein und der Stirling Generator hat gerade mal 100.000. Und er erstellt ja nur 20 pro Tick. Also, ja. Das ist so mein Plan.
So, ich habe die Immersive Engineering Sachen noch nie benutzt, diese Wire Connector, deshalb ist das jetzt für mich eine neue Sache. Erstmal brauchen wir hier einen. So, ein Wire Connector. Und dann brauchen wir hier zwei, die sollen ja den Strom empfangen. Und dann brauchen wir hier noch einen. Und jetzt holen wir unser Kabel raus und verbinden das. Hier ein Klick und da ein Klick. Ist das geil? Das ist ziemlich geil, wie ich finde. Das sieht ziemlich cool aus. So, dann brauchen wir hier noch einen Klick. Und wir könnten jetzt diese beiden auch miteinander verbinden. Man kann sie in Reihe schalten. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unschön, deshalb würde ich das lieber so machen. Aber das finde ich auch unschön. Deshalb werden wir das ganz anders tun. So, wir nehmen das hier weg. Wir bekommen die Kabel alle zurück, ist gar kein Problem. Ich möchte etwas anderes bauen, nämlich diesen Wooden Post. Treated Wooden Fence. Oh nein, Treated Stick. Treated Wood Planks. Treated Wood. Treated Wood Planks, ja. Ich brauche Bottle of Creosote dafür. Bottle of Creosote Oil. Da bräuchte ich einen Coke Oven für. Zwingend. Das ist natürlich sehr unschön. Ich müsste einen Coke Oven bauen dafür. Nur um das zu machen, was ich machen möchte. Aber wir werden das jetzt erstmal anders machen. Ein Wooden Post wäre sowas wie ein... Das ist eigentlich nur ein höher gelegener... ein höher gelegener Connector. Wir werden das einfach aus normalen Wooden Fans machen und mal hoffen, dass das genauso cool aussieht. Ihr werdet schon sehen, warum ich das mache. Einfach damit die Kabel, die wir eben schon gelegt haben, nicht durcheinander sind. Also ich möchte nicht, dass die durch die verschiedenen... Was ist denn jetzt los? Hallo, ich will einen Zaun bauen. Fans. Ja, Fans. Oak Fans. Warum ist das denn... Das ist doch das 1.8-Rezept. Ich weiß, dass das 1.8-Rezept ist. Warum haben die das jetzt in 1.7 auch drin? Irgendwie gemoddet. Verstehe ich gar nicht, was das soll. Na gut. Weil in 1.7 war eigentlich noch das alte Rezept. Das ist das 1.8-Rezept. Gut, wir werden hier jetzt ein höheres Dings bauen. So. Und da oben kommt der Connector rauf. Und das wird unser Verteiler sozusagen. So, da, so, jetzt springe, wann springe ich richtig? Jetzt springe ich richtig. So, sehr schön. Und da kommt jetzt das Kabel von dort nach, nach dort und von da nach da. So, so finde ich das viel besser. Das sieht, wie ich finde, besser aus. So und... So, mit dem richtigen Wooden Post hätte das jetzt noch besser ausgesehen, aber da brauchen wir erstmal einen Coke Oven für. Ich weiß nicht, ob wir den Coke Oven wirklich brauchen oder ob das nur eine nette Sache ist. So, hat sich aber aufgeladen, scheint also zu funktionieren, diese Stromübertragung. Sehr schöne Sache, das hier wird sich weiter aufladen und ich würde fast sagen, wir bauen noch einen Stirling Generator, damit die hier Dings können, nicht wahr? Ah Gott, Stirling Generator. So, da brauchen wir also nur noch mal ein bisschen Stone. Und hier irgendwo, wir haben doch die Stone Bricks noch, oder? Oder habe ich die Stone Bricks alle unten in der Höhle verbaut? Ich glaube nicht alle, da habe ich nur ein paar benutzt. Genau, da haben wir noch welche. Und ansonsten brauchen wir noch ein Redstone und ein Iron für den Piston. Haben wir im Inventar. Okay, gut. Sehr schön. Also bauen wir ein Piston. Und, zwei Basic Gears, nicht Wooden Gears. Sind ja gar nicht aus Holz. Sind doch nicht aus Stein, sind aus beidem. Dann bauen wir noch ein Furnace. Und bam, ein Stirling Generator. Und den können wir gleich daneben hinstellen, damit der auch Strom verarbeitet.